Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Ark Survival Evolved von Studio Whitecard auf der Map Ragnarok. Das Feuer ist noch an. Was haben wir hier noch drin? Ach ja, du musst auch noch weiter brutzeln. Fleisch haben wir jetzt hier noch. Das holen wir hier mal wieder raus. Das packen wir da drüben rein. Platz 15 von 15. Natürlich alles voll. Leder. Mit dem Leder wollten wir uns ein Bettchen bauen, ne? Genau. Was kostet so ein Bettchen? Struktur, Beds. So ein kleines Bett halt 40. Das kriegen wir hier rein. Fetch, komm da holen. Wood haben wir da. Fetch 80. Dann haben wir auf jeden Fall nicht mehr das Problem, falls wir sterben, dass wir im Nirgendwo sind. Dafür brauchen wir hier aber... Moment. Wie wollte ich denn das überhaupt bauen? Schränke. Hier noch eine Wand. Tür. Die Tür bleibt. Und dann können wir das Bettchen hier in der Ecke stellen, oder? Ja. Aber dazu brauchen wir Wände. Wände. Dann packen wir das nochmal hier rein. Map. Wände. V. Achso, hier, wenn ihr euch wundert, warum ich das so groß gemacht habe hier. Je größer, desto schöner. Und du kriegst mehr XP dabei. Mehr XP heißt, du kannst mehr Engram Points verteilen. Du kannst dann schneller, besser upgraden und weiterbauen. Und ihr wollt mir ja hier sicherlich nicht stundenlang zugucken oder tagelang in den Let's Plays warten, bis hier irgendwas Sinnvolles und Schönes passiert. Oh, sieht das geil aus. Mir ist kalt. Ja, dann gehe ich mal wieder hier rein. Wir wollten das sowieso noch fertig bauen. Außerdem habe ich nochmal nachgeguckt. Wir wollten ja auch zähmen. Narko-Pfeil war das wirklich. Und das mit Level 21. Und dann müssen wir erstmal hinkommen. So, Craftables. Raus hier. Wood. Wood hat man ja extra gelernt. Und dann brauchen wir auf der Seite eine Wooden Wall, Fetch und Wood. Wieso habe ich dich noch drin? Dich kann ich doch rauspacken. Mit dir können wir zähmen, aber noch nicht jetzt. Mach mal wieder zu. Was hat sich gesagt? Fetch und Wood. Wood kriegen wir automatisch, Fetch kriegen wir automatisch, wenn ich Wood hole. Dann nimm mal die drei in die Hand. Wir dürfen es nur nicht übertreiben, weil wir noch nicht so viel schleppen können, wie wir da sehen. Im Inventar. So, was gab es? 57 Wood und Fetch. So, dort war's. Moment, können wir noch hier vor Ort verbauen. Wie sieht's aus mit dem Gewicht? Weißt, mach gleich los. Genau, siehst du, kannst du gleich nochmal losmachen. Und noch einen. Was fehlt denn jetzt? Wood. Komm, hier, hack zu. Na, hacken soll's da. Jawohl. Dann haben wir da schon mal einige wieder. Lauf. Sprint. Und dann können wir das hier bauen. Nee, nicht Tab. Übrigens doch, wenn wir hier einmal Tab haben. Guck mal in den Hintergrund. Ich habe das extra schon gespeichert. Bewegt sich nichts, ne? Schönes Ding. Das ist schon voreingestellt. Ja, hallo, dankeschön. So, hier haben wir wieder Zähne fertig. Raus da. Mir geht es einfach nur dass das mal drum, dass das durchgebraten ist. Das raus da, so. Dass wir dann was da haben, falls wir was nutzen. Das wollte ich nur rauspacken. Wir wollten Level Up. Health brauchen wir auch. Aber erstmal brauchen wir Gewicht. Ich will auf die 200 kommen. Level 13. Es wird doch langsam. Das brauche ich nicht. Standing Torch will ich nicht. Spyglass wäre sehr sinnvoll. Eine Bola. Damit könnte man die Tiere festsetzen und mit der... und mit der Slingshot behaken. Damit könnte man dann zähmen. Wooden Sailing brauchen wir zum Weiterbauen. Dann können wir upgraden. Wooden Frame brauchen wir.
Wooden Tür braucht man. Da können wir auf Wood upgraden. Und da war es das schon wieder. Wooden Cage? Portable Cage. Ach so, Portable. Aha, aha, aha. Wooden Pillar. Ab wann gibt es denn die großen Schränke? Ja, hier. Mit 16. Naja, da kann man auch noch hin. Machen wir mal wieder zu. Wir wollten hier das Wort drehen mit E, genau. So um die Innenwand. Ach, wir wollten ja später noch Fenster einbauen, ne? Ist das das Richtige? Ja. So, mindestens eins. Am besten die Türen auf derselben Höhe. Das heißt, hier kommt das noch hin. Da kommt das so hin. Das so hin. Das so hin. Oh, sieht das cool aus. Ich brauche mehr davon. Was ist denn im Inventar so schwer, verdammt Axt? Ich will aber auch noch keinen transportablen Schrank, keinen großen Schrank bauen. Na, kann man noch nicht. Ich will auch keine kleinen, vielen Schränke bauen, das alles rauspacken. Das ist für mich irgendwie so. Ich muss die Bärchen rauspacken, oder? Guck mal, die wiegen 9, 18, 7, 20. Das Holz 3, das ist lächerlich. Hier ist das auch lächerlich. Wait, 87. Wir haben jetzt fast 100 frei. Naja, gut, 80 haben wir frei. Das wiegt nichts, das wiegt nichts, das wiegt nichts, das wiegt nichts. Was wiegst du? Ja, hier steht ja nichts dran. 12. Viel zu viel. Die Pfeile wiegen 6, aber die brauche ich nun mal wirklich. Wie komme ich auf 80? 1, 2,5. Na gut, die Menge macht's. Ne? Das muss raus, das muss alles raus. Scheiße, ja, lauf, du willst bauen, bauen, bauen. So, mit dem Fetch hat's immer gereicht. Dann hack hier mal einfach weiter. Da können wir nämlich noch ein paar bauen. Hack schneller, dann wird ja auch warm. Weißt du, arbeiten und so. Wie sieht's aus mit der Energie? Fast alle? Map. Jetzt auch nicht das, was fehlt. Flint 2. Flint? Nee. Ach, du bist auch dazu noch überladen. Warte mal, warte mal, warte mal. Dann machen wir das so. Passt das? Jawohl. Erstmal in die Richtung. Metallkettel. Schönes Ding, du. Was denn jetzt? Ach, fehlt Fetch. Na, da haben wir es ja mal wieder geschafft. Los, spring. Jetzt? Jawohl. Lauf, lauf, Lola, Lola, lauf, lauf. Ich wollte nämlich die 5 hier hinpacken. Ja, das sieht jetzt ein bisschen albern aus. Aber hier sollte dann ein Doorframe rein. Ne, hier hin. Genau, so. Siehst du? So. Krieg ich. Boah, das geht jetzt auch. Früher musstest du immer erstmal unten den Doorframe reinsetzen. Ah, da möchte ich aber noch 2 dran bauen, da. Hier passen noch keine Schränke hin. Naja, doch. Lass es mal hier 3 sein. Aber hier möchte ich schon noch 5 hinsetzen. Ich muss was Warmes finden. Naja, lass mich doch erstmal in Ruhe. Schränke brauche ich. Wir brauchen... Wände können wir später bauen. Wir brauchen Sailings, um hier hinten zuzumachen. Das können wir auch später brauchen. Bauen. Brauchen. Brauchen können wir es von Anfang an. Was? Ich mache hier auf und dann... Boah, nehme ich auch gerne. Dann nehme ich nochmal Welt. Dann sind wir jetzt Level 10. Wir waren bei Bola. Small Croplet will ich nicht. Wooden Sailing. Damit wir oben weiter bauen können. Den Ramp nicht. Pillar nicht. Cementing Paste. Au, ja, da kommen schon die ersten Sachen wieder. Wooden Staircase. Aber na ganz natürlich, die muss ich haben. Ganz wichtig.
Wooden Window Frame, das ist dann das nächste. Da müssen wir dann schon wieder austauschen. Jo, mach mal, mach mal, mach mal. Aber jetzt machen wir erstmal Crafting. Holz hat man noch. Und zwar Wooden Foundation, Fiber, Thatch und... Wie sieht es mit dem Weight aus? Boah, blöd. Weil Wood da ist. Mist, wie viel Wood heute? Wie viel Wood brauche ich dafür? 80. 28 Fetch. Das wird lustig. Was haben wir hier drin? Dann nehmen wir doch mal das Wood mit. Nehmen die Steine raus. Nehmen das Metall raus. Nehmen die Kohle raus. Was kann ich denn dir noch dort in die Hand drücken? Dann haben wir zwar 100 hiervon dabei. Was ist denn leicht und was ist denn schwer, wenn ich dich mitnehme und dich rauspacke? Machst du jetzt mal schnell zu und stellst dich ans Feuer, damit er nicht mehr ganz so kalt ist. So. Das ist leicht, das ist schwer. Das ist leicht und das ist schwer. Was kann ich denn noch auspacken? 14 von 15, ja, da kann ich dich mit 0,7 auch auspacken. Dann ist das leicht und das mit 3 schwer, weil wir es jetzt noch nicht brauchen, weißt du? So, 6,2, die brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Essen kannst du mal reindrücken. Trinken brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und dann sieht es mit dem Gewicht immer noch nicht besser aus. Aber wir holen uns jetzt erstmal, was braucht man? Fiber brauchen wir auch in Mengen. Jetzt braucht man erstmal Fetch. Kriegen wir aber nebenbei beim Hacken raus. Dann packen wir das wieder weg hier. Wieso ist denn hier noch nicht nachgewachsen? Nee, wegpacken sollst du nicht was anderes in die Hand nehmen. Damit hole ich mir natürlich die Bärchen wieder rein. Aber wir brauchen Fiber. Fiber, Fiber. 53, 67, 69, 71. Die naschen wir mal weg hier. Fiber wiegt nichts. Und die Bärchen naschen wir dann gleich mal rein. Inventar. Hat sich das gelohnt mit Fiber? 51. Noch nicht so richtig. Dann brauchen wir das so schnell nicht wiederholen. Oh, ich möchte hier erkunden. Ich möchte hier Tiere zähmen. Ich will. Gleich wieder alles auf einmal. Ja, kommt schon Stück für Stück. Jetzt machst du das Inventory nochmal auf. Können wir gleich alle essen? Konsum? Drop? Nö. Heißt? So, die behalten wir. Da rattern wir alle durch. Und wie sieht's aus vom White? Geht. Nee, nicht V, so. Dann renne mal hier vor. Und nimm mal die Axt in die Hand. Und dann klopfen wir uns hier noch ein bisschen was zurecht. Nebenbei kannst du schon mal hier so eine Foundation zimmern. Ja, 80 Holz ist schon nicht wenig für eine Foundation. Jetzt sollte ich vielleicht mal genauer nachgucken, was fehlt. Fetch. Nur Fetch. Siehst du? So, was fehlt jetzt? Wir sind immer an der Grenze zu voll. Jetzt fehlt wieder Holz. Da können wir hier noch ein bisschen klatschen. Was fehlt jetzt? Wieder Holz. Dann kriegen wir da noch mehr raus. So, gehen wir ein Stückchen hier vor. Ja, ich weiß, ich hatte Level up. Aber ich will bauen, bauen, bauen. Natürlich baue ich hier und baue hier und baue hier und weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Weil zu viel bauen ist ja auch wieder Quatsch. Bad gleich 2 Level-Ups. Dann geht das alles auf Welt. Dann haben wir da schon mal 200 und das nächste gibt es dann Leben und da gibt es Mini-Damage mal ein bisschen was. So. Und damit haben wir Level 14, 15, da haben wir es doch bald. Wooden Frame. Wooden Window? Nö, wir lassen durchgucken. Oh, Hide Pants. Hide Shirt. Compost Bin? Nö, wenn wir es dann brauchen. Nö, hier geht's noch weiter. Nein. Ich bin Level 16 und kann mir den Storage
Ja, die Storagebox nicht mehr machen. Manu! Ja, Schwachkopf mal wieder am Start. Wie viel brauchen wir noch? Ja. Schön viel. Macht nix. Wir machen weiter. Huch. Naja, dann laufen wir so. Nein. So hin. Wie gesagt, wir wollten ja hier sowieso noch weiter ausbauen. Könnte man das auch drehen? Nee, könnte man nicht. Na, ich gucke dann immer gerne, dass dann auch oben die... Ach, da musst du wahrscheinlich von der anderen Seite rangehen, ne? Wenn du so rangehst. Nö, setz da direkt zu. Schick sieht es trotzdem aus, aber ich möchte das gerne immer in Einrichtung haben. Dann auch mit den Zähligs, da muss ich dann ein bisschen aufpassen. Ach, das sind ja vier breit. Da brauchen wir ja noch zwei. Bapp und bapp. Zu viele kannst du nicht haben, da weißt du. Selbst das ist dann nochmal eins dran. Ja, na klar, riesengroß. Aber wenn du hier dann eine Wendetreppe reinbaust, da soll noch Doorframe rein. Hm? Daneben wollte ich dann die Wendetreppe oben draufsetzen. Wir holen uns jetzt nochmal zwei von den Foundations. Was fehlt? Alles, ne? Fetch kriegen wir nebenbei. Jawohl. Da hacken wir erstmal Holz. Da haben wir auch das Fetch dazu. Dann hacken wir nochmal eine Runde Holz. Was brauchen wir? Oh, Holz noch. Süße. Genau, da haben wir die zwei. Und bam, 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 bada, bada. Sprinte mal. Aber bevor wir das machen, sollte ich vielleicht hier nochmal reingucken. Bist du fertig? Tatsache. Dann kannst du put out the fire. Ja. Das kannst du hier drinnen lassen. Das lässt du da. Wie sieht's aus mit dem Hunger? Haben wir nicht. Durst haben wir auch nicht. Die Kohle kannst du rauspacken. Dann mal die schon mal nicht mehr einstecken. Dann kannst du hier aufstecken. Dann kannst du hier aufstecken. Dann haben wir das nicht mehr. 15 von 15, damit wir hier so wenig wie möglich im Inventar haben. Ist zirpt, es wird bald Nacht. Und wir haben es immer noch nicht vollbracht, hier fertig zu bauen. Die Nacht ist jetzt dreifach so schnell, also so schlimm wie beim letzten Mal wird es nicht. Ich hätte jetzt gern zwei Doorframes. Frierst schon, ne? Brauchen wir wieder Wood. Ne, das ganze Wood von hier drin hat man verbraucht. Und hier hat man nur 6. Wir brauchen Wood. Aber wir haben zum ersten Mal seit langem wieder wesentlich mehr Platz im Inventar, ne? Oh, jetzt ist mehr Richtigkeit. Jetzt brauchen wir viel mehr Wood. Dass wir auch über die Nacht dann das Lagerfeuer anhaben. Ansonsten verbrauchen wir sinnlos Energy. So, was braucht man noch? Wir brauchten Door. 2 Stück. Das haben wir da. Dann können wir dazu jetzt noch... Das war ein wenig zu viel, aber das macht nichts. Wir scrollen jetzt runter auf die 16. Holen uns die Storage Box. Holen uns die Hide Cloves. Und damit haben wir das auch. Klopfen hier nochmal das Inventar voll. Bauen 1, 2, 3 davon. Und rennen jetzt vor. Machen erstmal das Feuer ein. Nimm mal was zu dir. Ja, da kannst du gleich nochmal. Wir haben schon so lange nichts mehr getrunken und der will gar nichts haben. Der hat noch halb voll. Aber machen wir trotzdem. Schweinerei ist das Dunkel. Ich sehe ja nichts. Du bestimmt noch viel weniger. Aber dafür machen wir mal Licht ein. Klopfen dem hier nochmal 28 rein. Das ist egal. Dafür haben wir es. So, Inventar. Wir wollten die Doorframes setzen. 5. Ist der richtig rum? Jawohl. 5. Wie war das mit E? Ja, der ist richtig rum. Ich hatte das Problem in der letzten Staffel, dass das oft falsch war bei mir. Aber lag garantiert an mir und nicht an dem Spiel. So, dann gucken wir nochmal mit. 5. Ist mir immer noch so schweinekalt. Ich stehe mit dem Rücken am Feuer und mir so kalt. Boah. So, da dahin. Ah, in die gute Stube gekackt. Na da.
5. Aber es decomposed ja, ne? Sollte irgendwann mal. Dann haben wir jetzt Fenster. Hier kommen keine Fenster rein. Hier könnte man Fenster mal bauen. Nee, Inventar. Setz die mal hier hin. So, da können wir das rausnehmen. Ja, dir ist kalt, ne? Hier könnte man ja überall Fenster hinsetzen. Fensterframes. Oben drüber macht es natürlich dann keinen Sinn. Ne, so rum passt schon. Hast du recht. So rum. Ich sehe es zwar nicht. Ich hoffe mal, dass es so stimmig ist. I. Nimm mal raus. Was braucht man jetzt? Hier drüben braucht man wieder die Wooden Wall. Bauen wir das wieder rein. Als genau, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann machen wir hier drüben zu. Dann bauen wir die Schränke. Gucken, wie viele Schränke wir nebeneinander kriegen. Ob wir dann hier hinten an der Ecke zubauen oder noch eins dran. Wir sollten ja jetzt schon auch an die Werkbank denken. An den Ofen, beziehungsweise die Schmiede. Stell ich mal hier genau davor. Nein, nicht genau davor. Oh, wir könnten ja mal hier reingucken, aber da frieren wir wieder so stark. Geht es hier an der Seite irgendwo vorbei zu klotzen? So. Da stell ich mal mit dem Rücken rein. Genau, so. Gut, der Mund sieht jetzt ein bisschen milchig, albern aus, aber ist halt so. Wir haben einen Monduntergang. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön, wenn es euch gefallen hat. Sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder. Zu Ark Survival Evolved von Studio Whitecard auf der Map Ragnarok. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski!